Und die Frage ist, warum ist es eigentlich für meinen Partner so schwer, mich zu verstehen? Ja? Und dazu wollte ich gerne was sagen. Das liegt nämlich nicht daran, dass der doof ist oder gemein ist oder dich nicht liebt, sondern das liegt einfach daran, dass der seinen eigenen Blickwinkel hat. Ja? Es ist so ein bisschen so, das ist jetzt vielleicht erstmal klingt es ein bisschen fies, aber einfach um dir das deutlich zu machen, es ist ein bisschen so, warum das für dich irgendwann schwer ist zu sagen, ja, aber versetz dich doch mal in dein Bonuskind. Du musst jetzt schon verstehen, wie es dem geht. Ja, das ist auch sowas. Ja, natürlich ist es gut, wenn dir das gelingt, aber das ist halt irgendwie anstrengend. Und genauso ist das für deinen Partner auch. Und es ist immer so, wenn Menschen zusammenkommen, dass die einfach unterschiedliche Blickwinkel auf eine Position haben und dass jeder mit sich selbst gerade beschäftigt ist. Ja, dein Partner hat auch eigene Emotionen, die er irgendwie verarbeiten muss. Ich habe das ja in dem Artikel auch so ein bisschen angerissen. Also er ist auch genervt, er muss sich mit seiner Ex auseinandersetzen. Er hat vielleicht, das haben auch viele ja geschrieben, die Angst, dass seine Kinder nicht mehr zu ihm kommen. Das heißt, da sind ganz viele Dinge in ihm, die auch irgendwie einen Platz brauchen. Ja, er hat eigene Bedürfnisse. Er will irgendwie einfach Ruhe haben vielleicht oder er will, dass die Dinge leicht laufen und flutschen. Das heißt, er ist mit sich selbst auch ein großes Stück beschäftigt und dann kommst sozusagen noch du und willst jetzt, dass er jetzt den Perspektivwechsel macht. Ja, und natürlich ist es total wichtig in der Beziehung, dass man sich gegenseitig versteht, aber es ist halt auch wirklich anstrengend. Ja, genauso wie das für dich auch anstrengend ist. Und deswegen wollte ich dir mal ganz kurz ein kleines Bildchen zeigen, die in der Patchwork Power Post sind. Die kriegen das auch oder haben das schon gekriegt. Und zwar ist das dieser Lösungspfad, den ich entwickelt habe, um aus diesem Hamsterrad, ja, also dieses, ich wünsche mir Anerkennung, werde enttäuscht, ziehe mich zurück, kriege ein schlechtes Gewissen und versuche es nochmal, ja, das ist ja das, was viele kennen, um da rauszukommen. Und das sind tatsächlich viele Schritte, die aufeinander aufbauen, die du gehen musst. Das ist nicht mal eben so und jetzt läuft es anders. Und ich wollte dir einfach nur mal zeigen, in diesem Weg ist der Perspektivwechsel erst auf Platz 4. Ja, und das ist nämlich der Grund, warum es für deinen Partner auch schwierig ist, direkt dahin zu springen und dieses zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal nachzuvollziehen, wie es dir geht. Ja, weil der nämlich hier vorne auch noch gar nicht sich so ganz klar positioniert und aufgestellt hat. Das heißt, genauso wie es dir geht, dass du nämlich diese Sachen wie, worum geht es mir eigentlich, warum nerven mich Sachen so, was steckt dahinter, wie kann ich das formulieren, was mir wichtig ist und auch, was ich im letzten Absatz von dem Artikel angesprochen habe, dieses Commitment, ja, ich will das wirklich mit allen Herausforderungen, die Patchwork bedeutet. Diese ganzen Schritte müssen erstmal kommen, bevor Perspektivwechsel wirklich gelingen kann. Ja, und ich wollte dir das nur einmal mitgeben, auch so als Ermutigung, dass wenn das jetzt noch nicht gleich so gut klappt, dass das nicht heißt, dass ihr gar keine Chance habt, sondern das heißt nur, ihr braucht vorher noch ein bisschen was. Ja, und zwar beide. Das ist ja gerade das Tolle, wenn dein Partner bereit ist, sich auch mit darum zu kümmern, dann könnt ihr sozusagen beide daran arbeiten, zu erkennen, worum es euch geht und zu lernen, auszudrücken, was euch wichtig ist. Ja? Und wenn du jetzt merkst, oh nee, mein Partner hat überhaupt gar keine Kapazitäten dafür, weil der ist so dicht mit seinen eigenen Gefühlen und Sachen, dann ist es ein bisschen schade. Aber das heißt jetzt nicht, dass du nichts weiter tun kannst. Ne? Das ist auch wieder dieser Punkt. Du bist nicht der, der sich das Gejammer anhören muss oder der sich alles über sich ergehen lassen muss und hilflos daneben steht und sagt, naja, dann kann ich doch nichts machen. Sondern, hey, du kannst anfangen, diesen Weg zu gehen. Ja, hier ganz am Anfang. Und wenn du das nämlich schaffst, dich da so durchzuarbeiten und dann hier anzukommen, dann hast du die ganzen Kompetenzen, die es auch braucht, um deinem Partner zu zeigen, wie es geht. Genau, ich mache das nochmal hier gerade wieder klein. So. Und dazu habe ich noch eine ganz, ganz mini kleine Übung.
Jetzt sehe ich gerade, dass das Facebook-Video irgendwie angehalten hat. Weiß ich gerade nicht, woran das liegt. Ich hoffe, ich werde weiter übertragen. Und zwar dieses, wie erkläre ich denn jetzt meinem Partner, was ich von ihm will? Ja? Also wenn du mal mitmachen willst, dann nimm einfach mal deinen Zeigefinger und leg ihn auf deine Stirn, dann auf deine Nase, auf deinen Mund und wieder zurück auf die Stirn. Hast gemerkt, ne? Ich habe Stirn gesagt, aber es hier hingelegt. Und das ist das, was passiert. Ich vermute, dass du ihn erstmal aufs Kinn gelegt hast. Ja? Weil es kommt das an, was wir vorleben und nicht das, was wir sagen. Und deshalb ist es nochmal so ein Punkt, wo ich dich einfach ermutigen will, dass wenn du jetzt anfängst, Dinge anders zu machen, also wenn du von ganz von vorne anfängst, diesen Lösungspfad zu gehen, dann hast du auch eine andere Wirkung auf deinen Partner und du wirst viel mehr erreichen, dass er es schafft, diesen Perspektivwechsel zu machen und wirklich zu verstehen, wie es dir geht, wenn du ihm sozusagen vorlebst, vorleben kannst, weil du es gelernt hast, wie das geht. Genau, das war mein kleiner Impuls für heute. Und natürlich diesen Lösungspfad, das ist die Basis von dem Patchwork Power Coaching Programm, das im März startet. Und ja, ich freue mich einfach, wenn du da mit dabei bist, weil du sagst, okay, ja, Theorie ist ganz gut, aber ich will es wirklich lernen. Ja, und genau, ich verlinke dir das auch gerne nochmal. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn du mir auch eine Rückmeldung gibst, wie dein Partner da reagiert hat, wie es ihm sozusagen schon glückt oder wo es vielleicht noch knirscht. Und dann kann ich auch gerne in den nächsten Tagen auf weitere Fragen von dir eingehen und die beantworten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.